Sein Name stand schon seit Jahren auf der Kandidatenliste für den Literaturnobelpreis. Und jetzt ist es soweit. Der Norweger Jon Fosse erhält den diesjährigen Preis. Mit seinem Werk, das Theaterstücke, Romane und auch Lyrik umfasst, gebe Fosse dem Unsagbaren eine Stimme, heißt es bei der Verkündung. Von seinem Glück erfahren hat der 64-Jährige, als er gerade im Auto unterwegs war. Der Anruf löste offenbar ein Wechselbad der Gefühle aus. Seit vielen Jahren wird der Dramatiker Jon Fosse als Nobelpreiskandidat gehandelt. Von großer Aufregung ist bei dem Norweger daher nichts zu spüren. Eher gelassen, seine erste Reaktion. Ich stehe hier und fühle mich ein wenig benommen, freue mich aber natürlich riesig über die große Ehre. Ich bin, glaube ich, seit 10 Jahren in die Diskussion um den Nobelpreis eingebunden und die Spannung drumherum gewohnt. Aber ich bin es gewohnt, ihn nicht zu bekommen. In diesem Jahr ehrt die Schwedische Akademie den 64-Jährigen für sein Schaffen, das dem Unsagbaren eine Stimme gebe, so das Nobelpreiskomitee in seiner Laudatio. Fosses Werk umfasst rund 40 Theaterstücke und eine Fülle von Romanen, Gedichtsammlungen, Essays, Kinderbüchern und auch Übersetzungen. Es wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Er hat sehr klare Bilder. Seine Sprache ist sehr schlicht norwegisch, wie auch die Landschaften. Sie liegen fast immer in Norwegen. Und er verfügt außerdem noch über moderne Techniken. Daher ist er auch ein modernistischer Schriftsteller und in dieser Mischung sehr faszinierend. Zum Schreiben kam Jon Fosse über die Musik, verfasste früh Songtexte. Mit 16 erste kleine Erzählungen und Gedichte. Seinen Werken haftet etwas melancholisch-mystisches an. Von den Figuren geht eine tiefe Traurigkeit aus. Oft sind sie unfähig, das Richtige zu sagen, gefangen in einem Gefühl totaler Verlorenheit. Auch Fosse selbst liebt die Abgeschiedenheit. Das wird wohl auch der Preis nicht ändern. Alles wird so sein wie zuvor. Ich bin mir absolut sicher. Schreiben ist eine Lebensart. Ich habe mit 12 Jahren angefangen und jetzt bin ich 64. Ich schreibe schon seit so vielen Jahren. Das ist etwas, was ich brauche. Wenn ich nichts habe, worüber ich schreiben kann, weiß ich nicht, was ich tun soll. Solange ich gut und genug schreiben kann, damit es veröffentlicht werden kann, werde ich weiterschreiben. Vielleicht sogar, wenn ich es nicht schaffe, es zu veröffentlichen. Nach so vielen Interviews will der sonst eher wortkarge Minimalist in Ruhe feiern, wie er noch verrät, bei einem guten Abendessen mit seiner Familie. Ja, und mehr Details zu diesem Preisträger und seinem Werk gibt es jetzt von unserer Literaturexpertin Sabine Kieselbach. Herzlich willkommen im Studio. Danke. Ja, eine Überraschung war dieser Preisträger ja offenbar nicht. Ist er denn nobelpreiswürdig? Er ist nobelpreiswürdig. Er steht ja schon lange, das wurde schon gesagt, in den Wettbüros ganz oben auf der Liste. Er wird seit Jahren als Kandidat gehandelt. Aber das gilt natürlich für viele Autoren. Also es gibt eine ganze Reihe Autorinnen und Autoren, die stehen seit vielen Jahren drauf. Ich nehme mal nur die Namen Margaret Atwood, Haruki Murakami oder Ngugi Wa Thiong'o. Und dann gibt es auch welche, die sind die ewigen Kandidaten, bis sie sterben, wie zum Beispiel der US-amerikanische Schriftsteller Philip Roth. Überrascht hat mich an dieser Wahl allenfalls, also nicht der Name Jon Fosse, sondern dass wieder ein Schriftsteller aus Europa ausgezeichnet wurde, nach der Französin Annie Arnaud im letzten Jahr, dass das Nobelpreiskomitee zu europalastig ist, das wird schon seit vielen Jahren bemängelt. Was macht denn Fosses Werk aus? Worüber schreibt er und kann man die Bücher gut lesen? Er ist ja sehr vielseitig. Er schreibt Lyrik, er schreibt Essays, er hat Theaterstücke geschrieben, das macht er nicht mehr. Er hat Romane geschrieben und er ist übrigens auch Übersetzer. Er hat Franz Kafka übersetzt. Sein jüngstes Werk gilt als sein Opus Magnum und das fasst vielleicht genau die Themen zusammen, über die er schreibt. Das ist ein Werk, das besteht aus 7 Teilen. 2 davon sind ins Deutsche übersetzt worden. Die heißen Ich ist ein anderer und der andere Name. Und Fosse beschreibt darin, erzählt darin vor dem Hintergrund der norwegischen Landschaft. Das ist immer so in seinen Büchern mit dem Meer und den Fjorden. Er beschreibt und erzählt von den existenziellen Fragen des Lebens, von Tod und Sterben, von
Einsamkeit, von Glaube und Hoffnungslosigkeit, auch von der Kunst. Und alles fließt, die Erinnerung, die Bilder, Traum und Wirklichkeit, die Realität mit dem Unwirklichen, das fließt in eins. Es geht eigentlich in seinen Roman, ebenso wie in seinen Stücken, immer um die Frage, was macht es aus, Mensch zu sein? Eine sehr spannende Frage. Auch hoch gehandelt für den Preis wurde ja der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie. Warum, glaubst du, hat er ihn nicht bekommen? Da kann man jetzt natürlich drüber spekulieren. Vielleicht wurden einfach andere Autoren favorisiert. Allerdings muss man sagen, das Komitee hat natürlich immer großen Wert darauf gelegt, dass dieser Preis nicht politisch gelesen wird. Und also auch einfach überdauert, eine universelle Gültigkeit hat. Salman Rushdie auszuzeichnen als Literaturnobelpreisträger wäre natürlich ein politisches Signal. Er lebt seit über 30 Jahren mit der Fatwa des iranischen Regimes. Er ist im letzten Jahr schwer verletzt worden wegen eines Angriffs aufgrund dieser Fatwa. Und dann den Literaturnobelpreis ihm zu geben, würde ganz bestimmt politisch gelesen werden. Und vielleicht wollte man genau das vermeiden. Wollte man vielleicht. Aber du wirst ihn auch sehr bald treffen, habe ich gehört. Ich treffe ihn, da freue ich mich auch drauf. Deswegen wäre es ganz schön gewesen. Aber ich treffe ihn in 2 Wochen auf der Frankfurter Buchmesse und werde dann auch hier an diesem Ort darüber berichten. Da freuen wir uns schon drauf, sind gespannt, was er dir erzählt. Vielen Dank für dieses Gespräch, Sabine Kieselbach, und für den Besuch im Studio.